Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wo wir jetzt. Aha, hier sind ein paar Sachen. Oh, Moment mal. Untersuchen. Wermut, Schwefel, Hartheu. Riecht frisch. Ah, das hatten wir noch nicht gesehen. Das wollen wir noch nicht untersuchen. Gut, gibt es hier draußen sonst noch irgendetwas? Okay, von hier aus kommen wir nicht direkt runter. Gut, dann gehen wir Garretts Reste finden. Um sicher zu gehen, speichern wir noch nicht, aber wir nehmen das besagte. Das besagte? Was für ein besagter? Also gut. Und verbrennt! Aha. Gut. Brennt weiter, ihr kleinen Pässe. Weiter brennen, weiter. So, alles wegbrennen. So. Kann ich untersuchen? Nein, kann ich nicht. Da. Doch da ist der Rest, den wir vorhin sahen. Ein Skelett und Teile einer alten Rüstung. Wer das wohl war? Garretts Knochen. Also wissen wir, dass es Garrett ist. Oh, da ist etwas. Ah, nur Silvanpilze. Hier ist nichts, aber da. Und da. Färbemittel. Sonst ist hier alles wieder rein. Wer das wohl war? Das wissen wir. Mehr oder weniger. Gut, gut. Und hier haben wir Färbemittel für Braun. Da ist der Panther. Moment, sollte ein Panther nicht schwarz sein? Außer er ist rosarot. Gut, dann speichern wir hier und gehen rein. Eine Wand mit Zauberbauelementen. Okay, das kennen wir ja. Ein Pfeil in der Mitte zerbrochen. Hat dem Schützen kein Glück gebracht. Nein. Der Zweig einer Weinrebe. Oder ein Schlechter, okay, das ist normal. Diese Puppe sieht wie ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Fluch auf dem Baum, Mädchen. Doch.
Und wenn... Dann solltest du wissen... Was ist aus der Ritter Garen geworden? Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Garret? Ja. Er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Okay. Um den Fluch kümmere ich mich ohne deine Hilfe. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen? Einfach so? Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Gut. Okay. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Blöd gelaufen. Aber was soll's. Mal überlegen. Wir gehen jetzt zu Daphne. Verbrennen die Knochen. Also verbrennen das Knochen. Oder der Knochen. Den Knochen. Der. Du, irgendetwas verbrennen wir. Na gut, das ist ein Reh. Okay, nicht getroffen. Es überlebt noch einen Tag. Bis der nächste Jäger kommt und dieser es erwischt. Aber egal. Mal sehen, ob wir diesmal richtig liegen. Und ob wir richtig liegen, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das Licht ging an. Ja, wir sind richtig. Gut, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Noch ein Stück. Oh. Rittergeschichten, okay. Und? Du hast die Hexe getroffen. Ganz Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Diese Hexe. Sie, ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garets Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, hacke. Okay. Ich habe das. Jetzt bin ich. Ich weiß nicht. Okay. Was für ein Glück, dass du gekommen bist. Ein letzter Blick geht in die vier Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Gut, gut. Und jetzt schauen wir mal. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander.
Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Gareth, mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Nein, war er nicht. Gareth hat seinen Schwur gebrochen und ist dir nicht treu geblieben. Der Mensch besteht aus Erde und Schmutz. Er scheitert schnell. Wir alle tun es. Wie grausam ist die Welt, die Liebe so sehr auf die Probe zu stellen. Aber was wäre die Welt ohne Liebe? Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Es gibt keinen, sie leben glücklich bis ans... Wir haben getan, was wir konnten. Ja, das stimmt. Wir haben getan, was wir konnten. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Was für ein Glück, dass du gekommen bist. Okay, speichern. Gut. Dann wollen wir laden. Das hier. Was passiert, wenn wir sagen, er ist treu geblieben? Wird sie rumjammern und sagen, ein Lügner? Oder, ja, schauen wir. Und dann will ich auch noch wissen, was passiert, wenn wir sie, also die Hexe, besiegen. Besiegen und sie dazu zwingen, mitzumachen. Vielleicht können wir sie ja wiederbeleben. Ein letzter Blick geht in die vier Winde. Im Süden so. Nicht ein Wort erklingt. Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Hör. Das können sie, wir. Sie. Ja. Nein. Gareth war dir treu. Gareth war bis zum Ende seiner Tage treu geblieben. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben getan, was... Das hast du gut gemacht. Danke. Okay. Bis dann, Hexer.
Gut. LAN-Speicherung, die hier. Ja, diesmal, diese Folgen werden eine... Ja, normalerweise mache ich das ja nicht so oft oder so intensiv wie hier. Aber mich interessiert es wirklich, wie die Geschichte ausgeht in jeder Variation. Ja, das kennen wir alles schon. Jetzt. Und dann. Drei. Jawohl. Und hattest. Wenn du mir. Das wird. Wie sollte. Ah, Kandal! Okay, beide besiegt. Du weißt. Einverstanden. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt zurück und sagen Hallo. Hab. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Der Knacker. Ich hoffe, sie redet nicht über mich. Ich bin kein Knacker, ich bin ein junger Hexer. Die Haare sind durch die Mutation weiß. Kaum Plötze. Ja, brave Plötzlein. Jetzt hopp, 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 hopp. Wir haben viel zu tun, viel, viel zu tun. Gut, sonst noch Fragen? Gut. Ja, hau nur ab, du. Hier noch? Okay, zurück zum Ort. Das ist gleich hier oben. Verflucht, wo zum Teufel ist Jakob? Er würde den Baum niemals freiwillig allein lassen. Ich muss ihn finden. Okay. Oh, ein Panther. Frisches Blut und eindeutige, tiefe Spuren. Jakob scheint geflohen zu sein. Vor seinem Hund. Er ist hier entlang. Er ist da drüben. Moorhold? Wo ist dein... Verdammt! Ich sollte nach Jakob sehen. Aufs Leber, aha. Verdammt. Die Hexe hat den Geist wie versprochen aus dem Baum befreit. Hat aber nicht gesagt, dass der Geist verrückt ist, voller Schmerz und Zorn. Er hat von der ersten Kreatur Besitz ergriffen, dem Hund. Der hat Jakob getötet. Leb wohl, ritterlicher Holzfäller. Schade, dass es so enden musste. Das Leben ist kein Märchen. Doch die Leute müssen an etwas glauben. Verstehe, weil wir sie gezwungen haben. Tja. Okay, ich dachte, wir würden vielleicht noch mit der Hexe ein bisschen quatschen oder so, aber dann halt eben nicht. Dann nehmen wir das gute Ende, das wir heraufbeschwört haben, so wie ich es mir geplant habe. Okay. Dann gehen wir
auf zum... Feingut, Castello, da. Okay, dann gehen wir rüber in diesen Castillo. Vielleicht haben sie hier endlich mal die genannten Winterkirschen. Aber Moment, ich wollte ja auch noch die Nächte, das Weinfeder, Weinfeder, Vattimento. Wir sind also nicht an diesem Ort, an dem wir... Ah ja, wir sind... Das ist der andere. Oder doch, oder nicht? Ach nee, genau, das ist... Genau. Wie schön, dich zu sehen. Ja. Sind die Pferde größer als sonst? Okay, irgendwo hier ist ein Kräuterkundler. Ah ja, hier. Ah, Kräuterfrau. Hallo, meine Schöne. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Okay, nichts für ungut. Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaedwen. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Sag doch, du bist Hexer. Zeig doch mal, was du hast. Aber okay, Winterkirschen, Winterkirschen. Verdammt, keine Winterkirschen. Wo zum Geier findet man Winterkirschen? Okay, dann halt eben nicht. Alchemie. Das Muttergen, ja, hier, Winterkirschen. Kann man das irgendwo nachschlagen? Also, sie hat sonst nur das hier. Pusteblumen. Ja, ja, das ist schön, das ist herrlich, das ist bla bla bla. Aber warum keine Winterkirschen? Verdammt. Okay. Ja, eine Partie-Gwent. So wenig. Du spielst wohl nicht zufällig Gwent, was? Ja. Was für ein herrliches Aroma. Gut, dein Gegner beginnt. Aha. Perfekt, aber... Uiuiuiui. Okay, wenigstens er hat so einen erhalten. Verdammt. Also sie, besser gesagt. Gut, dann nehme ich den weg. Dann, dass ich nur die habe, die mein Gegner spielt. Was genau? Aha, Moment. Schaut ihr drei zufällige Karten Hand eines Gegners.
Okay. Tja, mein Freund. Ciao, mein Freund. Tja. Verdammt, ich habe keinen Wiederbeleber und so. Gut, gut, in dem Fall ist es Ziri. Und der Geralt, na klar. So. Will der mich verarschen? Dieser kleine Wichser. Warum? Warum wird der nicht gesenkt? Ah, ja. Verstehe. Dann setze ich das hier ein. Gut, und wir passen. Oh, hier oben. Gut. Da wir jetzt dran sind, kriegen wir auch eine Karte. Oh, sehr gut sogar. Gut, mal sehen, was er macht. Ha, geworden. Sie hatte keine Chance. Was für ein herrliches Aroma. Gut, Bogenschützen des kleinen Provar. Gut, in diesem Fall kann das hier weg. Wir gehen schnell zum Anschlagetafel und schauen weiter. Okay, hier. Wein oder Pässe? Verdammt. Eichenholz aus Buclair zu verkaufen. Wer Eichenholz sucht und dafür keinerlei Formalitäten benötigt, dem kann ich hier helfen. Frage nach Philippe in der Ruoxe-Schanze-Sägemühle. Reisende, aufgepasst! Wenn ihr auf Reisen geht, solltet ihr die Straße in der Nähe vom Fuchstal meiden. In den Tulasand-Höhlen haben sich Diebe eingenistet, die von zwielichtigen Lofwe-Halbblute angeführt werden. Die Gegend sollte gemieden werden, reist nur in Begleitung einer großen Gruppe Bewaffnete durch dorthin. Okay. Achtung, Monster! In der Nähe der Friedhöfe sind Bargäste gesichtet worden. Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiter in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen. Am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten.
Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen und sogar zerrissen und verschlungen zu werden. Okay, Märchenerzähler. Ich erzähle Märchen. Für einen kleinen Obolus komme ich zu euch nach Hause und erzähle eine Geschichte zu jedem gewünschten Thema. Ich weiß, wie sich Kinder amüsieren lassen, aber ich kann auch Erwachsene mit wunderbaren Geschichten unterhalten. Ladet mich ein, dann seht ihr, dass das Lauschen einer Geschichte die Mühe des Alltags erleichtern. Arcadius oder so. Meidet das Kutterin-Anwesen. Ihr solltet euch von dort besser fernhalten. Ein wohlmeinender Fremder. Nach der Kunde der Ort. Ja. Der Recke der Herzogin. Gut. Ruine von. Okay, hier. Fußzahl. Gut. Gut, dann würde ich sagen. Es gibt keine unansehnlichen Frauen, nur zu wenig Wein. Okay, interessante Einstellung, mein Lieber. Interessante Einstellung. Aber gut. Wir gehen schon mal los und erlegt Personen in Not. Hilfe! Hilfe! Und halbiert. Okay, hallo mein Freund. Alles klar bei dir? Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Klar, gehen wir. Oh, gut, oh, ups. Geh voran. Wollte doch noch die Sachen... Nein, all die schönen Sachen. Vermentino. Kann ich dir irgendwie helfen? Banditen sind wohl nicht euer einziges Problem, oder? Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Gut, zeig mir deine Waren. Na schön. Was hast du so? Aha, keine neuen Schematas oder so. Ja. Gut, das haben wir alles verkauft und zusammen getan und wir haben wieder ein bisschen Geld. Das bedeutet viel, aber... Buclairs Stahlschwert, das sieht ja schäbig aus. Aber gut. Ich würde sagen, das war's eigentlich für diese Folge. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.